Herzlich willkommen zu Full Game Junk. Mal wieder live mit Fox und... Ich habe Angst. Er hat Angst, sagt er. Der Cinemalex hat Angst. Wir spielen Silent Hill Downpour. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele auf der 360. Ich habe es geliebt, gelebt und durchgespielt. Und zwar ganze 5 Mal. Und überlasse dir heute die Ehre, dieses tolle Spiel noch einmal durchzuspielen. Ich gebe jetzt bloß ein paar kleine Worte dazu ab. Ich liebe die gesamte Horror-Thematik. Ich kenne Unmengen Horrorfilmen, Horrorspielen und ich steigere mich trotzdem extrem stark in jede Art von Horror hinein, egal wie schlecht oder gut, weil daraus gewinne ich persönlich meinen Spielspaß. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel sagen, sondern fange jetzt einfach an. Genau. Eins sei noch mit dazu gesagt, du darfst schon mal Start drücken. Ich drücke schon mal Start. Denn du musst jetzt dein Profil auswählen. Okay. Und wir haben gleich noch einen anderen Bildschirm, mit dem die Frau sich hier ausgekreischt hat. Und zwar, wenn du jetzt auf neues Spiel gehst, geh mal drauf. Ich habe jetzt, glaube ich, das Profil gar nicht geladen. Ja, okay. Ja, doch. Dann darfst du jetzt die Helligkeit noch einschalten, die kannst du eigentlich so lassen. Ja, werde ich das machen. Und du darfst jetzt hier Schwierigkeit des Spiels und der Rätsel einstellen. Das ist noch was ganz Besonderes bei Silent Hill. Ich weiß, ich bin eine kleine Pussy, vor allen Dingen gegenüber von Fox, der jedes Spiel bloß auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielt. Das muss doch keiner wissen. Aber ich mache normal, gewinne ich den meisten Spielspaß daraus, mache ich jetzt einfach. Genau. Und jetzt noch eins, du darfst drücken hier und wir sind jetzt erstmal ruhig, weil man kann die Intros und so nicht überspringen und wollen wir auch nicht. Und okay. Wir wollen die Atmosphäre natürlich etwas miterleben. Gut, ein paar Kommentare zu meinen bisherigen Silent Hill Erfahrungen bringe ich einfach im Nachhinein. Da wird es noch genug Stellen für geben. Okay. Du meinst Spaß. Immer dann, wenn ich meine Hose wechseln muss. Genau. Okay. It's all set. Make it quick, huh? Follow me. Tja, da darfst du auch schon loslegen. Ich bin ja auch extrem dämlich und muss wissen, wie man läuft. Ja, das ist wichtig. Das wird uns allen in die Wiege gelegt. Das Laufen außer den Spielfiguren in irgendwelchen Games. Und man sieht, es ist schon ein recht ungewöhnlicher Ort. Offenbar Gefängnis, Asylum. Richtig, Gefängnis. Okay. Aber ich bin kein Insasse, ich bin ein Wärter. Nein, du bist ein Insasse. Ich bin ein Insasse, dafür werde ich aber sehr komisch behandelt, habe ich gerade das Gefühl. Richtig, denn hier geht auch was Seltsames ab. Aha. Okay. Jetzt darf ich schon mal flitzen. Genau. Er sagte dir gerade, auf der Bank hat er für dich etwas deponiert. Draußen, wo ich eben schon war? Nee. Okay. Jetzt sagt er dir hier, du darfst erstmal Duschen aufdrehen. WTF? Messer. Na gut. Schmeiß mal die Duschen an. Genau. Wir produzieren jetzt quasi eine Nebelwand. Achso, alle davon? Ah, möglichst viele. Ich glaube, alle sind gar nicht vonnöten. Ja, wenn dann richtig. Ich bin ja kein Mannheimer Sachen. Denn schon. Na, er dreht jetzt wirklich auch alles auf. Hallo, wenn ich mit was interagieren darf. Derselben Einstellung verdanke ich auch zahlreiche einstweilige Verfügungen. Moment, ich möchte nicht den Stock haben, ich möchte gerne das Messer haben. Darf ich aber nicht nehmen. Zwingen die mich dazu, jemanden zu töten im Gefängnis? Nicht zwingen. Bitten die mich darum? Bittest darum. Oh! Den muss ich aber einige Male abstechen, bevor der umfällt. What the hell's going on? Where's Sewell?
There's been a mistake. I'm a sequestered prisoner. You're not supposed to be here. Guards? Officer Sewell, hello? Guards? Frank? Oma? You don't recognize me, do you? What? No, I... Guard! Guards! Anybody? We used to be neighbors. Sein Nachbar war eine Bulldogge? Schnauzensoße. Guards! Guards, open the Schwabbel, renn! This is a violation of my rights. Who the hell do you think you are? When I talk to the warden, I... No one's listening. Help! Jesus, help me! Jetzt darf ich den echt vermöbeln? Jetzt darfst du den vermöbeln, ja. Muss ich? Muss er. Ach, so ein Scheiß. Komm her, du! Na? Er ziert sich noch. Was, was? Wo willst du hin? Wo willst du hin, Digga? Na, komm her! Also ich fühle mich schon ein bisschen schlecht dabei. Du fühlst dich schlecht dabei, den Dicken zu vermöbeln? Ich fühle mich doch sonst nicht schlecht dabei, Dicke zu vermöbeln. Oder was willst du damit sagen, Fox? Oh! In your face. Nein, jetzt steht jetzt hier. Mehr? Okay, eine andere Waffe. Ich kann nicht mit Hand angreifen. Ja, kannst du schon, aber wenn da schon mal was liegt. Ja, da bin ich ja ganz froh, dass er nicht auf die Idee kommt, das Messer zu nehmen. Ja. Geh doch an. Bei dir, du. Oh. Get fucked. Ich steh schon wieder hier. Jetzt kannst du mit der Hand angreifen. Nicht freundlich. Also der Junge hat echt Beef. Wenn das Opfer noch kriecht, hast du deine Arbeit schlecht gemacht. You know exactly why. Was hat er da in der Hand? Selbstgebautes Messerchen. Achso. Gut, also das waren keine Rachefantasien, anscheinend in einem Traum verpackt. Denn die Chance dazu hatte er offenbar nicht. Okay. Come on, rise and shine, Cupcake, you know the drill. Daniel Licht macht die Musik. Und Peter Thon, das Licht. Tell you the truth, I'm sort of sorry to see you go. Ja, das nennt man... Abwechseln? Weiß ich nicht. Das ist meiner Meinung nach die stylischste Gefangenenuniform, die ich je gesehen habe. Das dunkle Braun? Naja, auch mit dem Meisterschuss da und so. Also es hat schon was. Schon so ein bisschen... Hat eine gewisse Coolness. Ich weiß nicht wieso, aber er erinnert mich immer so ein bisschen an Kevin Bacon. Tatsache, noch ein bisschen scharfkantiger. Mhm. Also es wäre noch mal ein paar Mal über Kevins Bacon-Gesicht mit Schmirgelpapier drüber gerutscht. Aber in etwa, ja. Mhm. Lass mir aber Zeit hier. Ja. Es hat besonders viel Spaß gemacht beim fünften Mal durchspielen. Ich dachte, ich weiß, was abgeht. Ja, das ist manchmal schade, dass man diese cineastische Gameplay-Inszenierung dann nicht überspringen kann. Mhm. Und die ist hier wirklich sehr lang. Also, die ist toll, weil sie so eine gewisse Stimmung verbreitet. Er wird versetzt gerade, oder? Hast du ja gesehen, seine Zelle ist feucht. Also das ist ein Rohrbruch. Ach so. Und jetzt werden Insassen halt verlegt, weil das dann renoviert werden muss. Okay. Das ist ein Grund, den ich nachvollziehen kann. Bisher sind mir die Figuren weiterhin sympathisch und die Story nachvollziehbar. Gerne. Ich hätte auch die Erklärung aufgenommen, er wäre Bettnässe, aber
exzessiver Bettnässe. Vielleicht auch das. Ich weiß ja, in Silent Hill ist vieles möglich. Auch Bettnässen. Vieles kann, nichts muss. Außer er, wenn er Bettnässe ist. Ich habe auf jeden Fall böse Sachen angestellt. Well, yes, this is it. No fond farewell? You gonna miss us? Er kriegt dementsprechend auch andere Werte anscheinend. Not even a little. Give it a couple of days at Wayside Max. I bet you'll start to miss this place after all. Because we sure are gonna miss you. Move them out! Oh, ein ganz anderes Gefängnis kommt er. Mhm. Okay. Alles wegen dem Wasserrohrbruch. Wenn man keine Plätze mehr frei sind. Mhm. Tut mir leid, deine Zelle hat einen Wasserrohrbruch, wir haben sonst keine Zelle mehr. Nicht nur seine, es gibt ja noch mehr. Die pennt doch. Meinst du? Deswegen die Sonnenbrille. Wie ein alter Kopf. All yours now, Sugar. Let's get this done. Yeah. Alright. You heard the lady. Mount up. Hast du jemals Alone in the Dark gespielt, das neue? Ja. Das Remake? Ja. Hab ich. Ich leider nicht. Ich hab's mir damals ganz spontan für die PS2 geholt, bis mir dann einfiel, Moment. Die ganzen tollen Sachen gibt's in der PS3-Version. Hab's dann einfach wieder zurückgegeben. War's denn empfehlenswert? Nein. Okay. Das war eins der schlechtesten Spiele, das ich je gespielt habe. Unter anderem mit diesen in Benzin getränkte Kugeln, gehen in Flammen auf und zerstören Monster. Das war natürlich eine ganz tolle Idee. Das Spiel war eine tolle Idee. Das haben bestimmt hunderte Leute sofort ausprobiert und waren dann tiefst enttäuscht, dass es nicht funktioniert. Meinst du im echten Leben? Das meine ich. Ja, ja. Ansonsten auch dieses, wir bewegen den rechten Stick, um damit die Hände des Protagonisten zu bewegen. Diese Interaktion mit dem Kabel. Wenn das mal so funktioniert hätte, wäre es vielleicht gar nicht so schwer gewesen. Aber es war... Ich fand diese Szenen, die habe ich auch in einem Playthrough gesehen, mit dem, der Stadt zerstört wird und fährst mit dem Auto durch. Das ist quasi nichts anderes als Day After Tomorrow, die Szene, aber fand ich halt irgendwie interessant. Aber gut, da habe ich nichts verpasst. Ich hab's noch da, kann es gerne mal spielen. So, an dieser Stelle wissen wir, wenn in Silent Hill jemand des Nachts mit sehr dramaturgisch hellen Scheinwerfern über eine Landstraße durch den Wald braust, geht das selten gut aus. In den meisten Fällen wenn heißt... Wenn Silent Hill will und dich haben möchte, dann kriegt's dich. Dann musst du nicht unbedingt im Auto sitzen, willst du damit sagen, ja? Reicht es auch, auf dem Pott zu sitzen und plötzlich rutschst du in die Schüssel und bist in Silent Hill. So wie es da aussieht. Ich habe ja damals, als ich noch sehr jung war, den ersten Teil gespielt. Habe quasi meine Mutter damals noch überreden können, dass ich mir dieses ganz klar ab 18 gekennzeichnete Spiel kaufen darf, indem ich sie davon überzeugte, es wäre gar nicht so gruselig. Ja, sie hat es mir geglaubt. Nicht nur das, sie hat es mir einfach auch, denke ich, gegönnt. Keine Ahnung. Shut the hell up! Und hat mir doch damals ziemlich eingekackt. Und ich muss zugeben, ich habe mich erst 2 Jahre später getraut, es tatsächlich länger als 2 Stunden zu spielen. Aber dann im Dunkeln. Zeilen für ein. Jetzt machen wir einen auf. Richard Kimmel auf der Flucht, würde ich mal sagen. Ich hätte gern Richard Kimmel auf der Flucht in Silent Hill gesehen. Das wäre ein ziemlich abgefuckter Film geworden, kein Scheiß. Richard Kimmel auf der Flucht in Silent Hill.
Also wirklich, Tommy Lee Jones ist ein Badass, aber ich glaube, dahin wäre ihn nicht gefolgt. Nie im Leben. Na gut. Natürlich sind wir die einzigen Überlebenden. Vielleicht liegt noch irgendjemand im Tümpel, wer weiß. Einer hängt im Baum. Ich kann nicht schwimmen, Hilfe! Ich hänge im Baum, ich kann nicht klettern, Hilfe! Ich liege auf dem Rücken, ich kann mich nicht umdrehen. Ich bin eine Schildkröte, Hilfe! Alle vollkommen hilflos, außer mir. Okay, fragen wir unseren Freund, den Raben. Na, das sind nochmal alle drin, was so wichtig ist für einen Tag. Na gut. Ich habe jetzt eben nicht zugehört, was soll ich tun? Du sollst dich vom Bus wegbewegen. Oh, ja, gut. Und dieser Baum betont es auch nochmal.